Hoppla, was macht denn dieser Riese hier im Wald? Wir dürfen euch heute ein absolut außergewöhnliches Holztransportgespann vorstellen. Als Zugmaschine hat sich das Forstunternehmen Eichholz aus dem schwäbischen Lorch nicht weniger als den stärksten Traktor von Fendt, den 1050, gegönnt. Mit sage und schreibe 380 kW oder 517 PS. Der dreiachsige Anhänger dahinter ist eine Sonderanfertigung basierend auf einem 34-Tonnen-Fahrwerk von HW Vester. Mit mindestens 710er Bereifung auf der Hinterachse des Schleppers sind sogar 900er, verteilt sich jeglicher Druck auf der Straße schön gleichmäßig. Auf der gefederten Deichsel wurde ein ausgewachsener Locklift 125Z-Ladekran montiert, der mit seinem Doppeltele eine Reichweite von 9,3 Metern erreicht. Dieses Modell wird ansonsten normalerweise an Kurzholz-LKW verbaut. Der Hochsitz wurde allerdings amputiert, weil er ja hier aus dem Führerhaus des Traktors bedient wird. Gewaltigen Tannenerdstämmen kommt der Kran allerdings fast an seine Grenzen. Ansonsten zeigt die Situation hier eigentlich einen ganz typischen Einsatzzweck für dieses Gespann. Die Firma Eichholz sammelt und konzentriert damit Kleinmengen im Privatwald, die sonst häufig ein logistisches Problem darstellen, weil es sehr teuer ist, sie mit dem LKW einsammeln zu lassen. Der Fendt mit dem Dreiachser ist also meistens auf Waldwegen unterwegs
wo er bei einer Spitzentraktion trotzdem kaum Spuren hinterlässt. Aber auch auf kurzen Landstraßenetappen ist er kaum langsamer als ein LKW. Hier sind wir an einem Sammelplatz angekommen, wo unter anderem diese drei wertvollen Blöcher schön nebeneinander aufgelegt werden für einen speziellen Käufer. Das restliche Holz von dieser Sammeltour wird auf der anderen Seite gepoltert. Kevin Eichholz ist ein routinierter Kranfahrer und hat sich die gleichen Bedienelemente wie beim Vorwader einbauen lassen. Wird der Fahrersitz wieder in Fahrtrichtung umgedreht. Für die Straßenfahrt werden die Joysticks aus ihren Halterungen an den Armlehnen herausgenommen.